Das Besondere, dass alle zusammenkommen konnten. Und das war alle, ob sie jetzt jung, alt, hippie oder konservativ, eine Familie waren. Das war eine Gemeinschaft. Ich bin im Brückenhaus gegangen, Theater gehen. Also, wo man sagt, im gelben Haus habe ich mich aber wohl gefühlt. Dort auch, aber hier habe ich mich immer wohl gefühlt. Ich heiße Johanna Reiner und bin freischaffende Künstlerin und mitverantwortlich für das Programm von Déjà-vu und auch mitverantwortlich für das Eintagsmuseum, das Projekt am letzten Tag des gesamten Kulturfestivals. Ich heiße Isabel Termini, bin Kunsthistorikerin und auch Architekturhistorikerin und arbeite schon seit einigen Jahren im Ausstellungsbereich bzw. im Museum und habe seit einigen Jahren auch mit Gerd Dressel zusammengearbeitet im Rahmen eines Wiener Museums, wo wir Gesprächskreise initiiert haben. Genau, und ich bin eben der Gerd Dressel und das ist so auch meine Rolle vor allen Dingen hier. Also ich bin Historiker, ich bin nicht Künstler, mache viel mit Lebensgeschichten, bringe Leute ins Erzählen und da geht es ja auch hier im Kontext vom Eintagesmuseum rum, Leute über ihre Geschichte erzählen zu lassen, Dinge bringen zu lassen, erzählen zu lassen über ihre Geschichte, ihre Erfahrung hier in dem Viertel mit dem Verteilerkreis bzw. mit den Vierteln drumherum. Reden wir doch einfach mal darüber, wie es überhaupt zu der Idee gekommen ist, Eintagsmuseum. Was war denn da der Gedanke? Also, wie wir begonnen haben, das Programm zu entwickeln für dieses Festival, für das Déjà-vu, war so für mich die Überlegung, dass so ein Kulturprojekt wie ein außerirdischer Satellit sich in irgendein Stadtviertel setzt und dann aber in diesem Stadtviertel in Interaktion tritt mit der Bevölkerung, mit der lokalen Bevölkerung. Und das war dann die Idee, sich das selbst auch abbilden zu lassen durch so ein Museum. Und ein bisschen die andere Idee war von uns zwei, weil wir schon öfter zusammengearbeitet haben, auch eben so im Museumsbereich, auch so diese Frage zu stellen, braucht es eigentlich ein Museum und was ist ein Museum, also was kann ein Museum sein? Also es geht schon auch um Institutionenkritik, dass ein Museum sehr, sehr viel mehr sein kann, als viele Museen sind. Also nicht nur Bildungsort, sondern auch ein Ort, wo es um Empowerment geht, wo es also um Selbstermächtigung geht und wo die Menschen, die Besucher, Besucherinnen eigentlich ihre Ausstellungen selbst machen oder selbst bestimmen, was in eine Ausstellung, was in ein Museum kommen soll, was von ihnen gesammelt werden soll. Und so ganz zentral war die Frage oder ist die Frage, wozu brauchen wir ein Museum? Wozu brauchen wir in der heutigen Gesellschaft Museen? Was sollen die leisten? Das sollen ja wohl nicht nur Speicher, Tiefspeicher sozusagen der Geschichte sein. Und es bringen die Leute das mit, was für sie eine spezifische Bedeutung hat. Das kann hier mit dem Stadtviertel in Beziehung stehen, kann aber auch mit anderen Dingen in Beziehung stehen. Das kann das Klassenfoto aus der Volksschule sein, aus den 50er Jahren, wenn ich das jetzt richtig sehe. Das kann
viel mit Schule. Schule ist ja immer sehr erinnerungsträchtig. Das kann sein aus der ersten Klasse Volksschule ein Bild. Das kann sein hier die Aufnahmen im Barackenlager, was es hier in diesem Viertel gegeben hat, nach Ende des Zweiten Weltkriegs und Ende des Nationalsozialismus. Ja, ein Stammgast hat zum Beispiel die kritische Frage an die Organisatoren gestellt, warum ist hier eigentlich ein Zebrastreifen? Ja, und das hier also festgehalten. Und also wir haben so Anregungen gegeben, was man alles abgeben kann, also von Andenken zu Foto, zu einer Geschichte, ein Rezept oder sogar eine Rechnung, eine gezahlte oder nie gezahlte Rechnung und eben auch einen Wunsch abgeben. Und heute im Gesprächscafé sind auch Wünsche geäußert worden. Also es waren so einige Wünsche, die in die Richtung gehen, dass einerseits hier in diesem Stadtviertel weiterhin so kulturelle Aktivitäten auch fortgesetzt werden, wo gleichzeitig aber immer wiederum auch, sage ich mal, das Defizit ausgedrückt wurde, wer macht's denn hier? Also so fehlende Struktur und Organisation eigentlich hier im Stadtviertel. Das kann aber auch bis hin zu dem Wunsch gehen, mehr Bäume zwischen den Häusern zu pflanzen, also das hier noch mehr zu begrünen.